Ich bin völlig unbegabt darin, zum Beispiel in einem Konzert nur die Musik zu hören. Ich achte auf alles andere mindestens genauso. Und das war schon in meiner frühesten Jugend so. Ich hatte ja das Glück, in einer Kleinstadt aufzuwachsen, die aber ein absolut hochwertiges Kulturprogramm hatte. So ein Landau in der Pfalz. Wir hatten einen Kulturdezernenten, der über irgendwelche magischen Verbindungen zu den großen Agenturen verfügt hat. Und ich habe als Jugendlicher, 12, 14, 16, 18 Jahre alt, habe ich die größten Solisten der 60er und 70er Jahre, vor allen Dingen der 70er Jahre, nee, der 60er Jahre erlebt. David Oistrakh, Svatoslav Richter, sogar Karajan, die kamen alle mal nach Landau, in diese Kleinstadt. Und das heißt, ich habe klassische Konzerte gehört auf einem ganz, ganz hohen künstlerischen Niveau, aber trotzdem hat mich auch immer mindestens so interessiert, wie die Sängerinnen gekleidet waren und wie David Oistrakh da stand, wenn er an die Geige griff. Oder warum Stislav Rostropowitsch, der große Cellist dieser Zeit, warum der das Publikum eine Viertelstunde warten lässt und dann nach dem ersten Ton nochmal aufsteht und einen neuen Bogen holt und lauter solche Sachen. Also diese performativen Aspekte auch von klassischer Musik haben mich immer mindestens genauso interessiert. Jede Sekunde kann ich mich erinnern. Es war ein ganz, ganz wichtiges Event für mich, wo auch viele Dinge zusammenkamen, die vorher noch sehr getrennt waren. Und in diesem Projekt, Der Mann im Fahrstuhl für das Art Rock Festival, kamen plötzlich all die mindestens drei Bereiche, die kamen plötzlich zusammen. Also Heiner Müller war auf der Bühne, es war ein Text von Heiner Müller. Don Cherry war auf der Bühne, Fred Frith, Peter Hollinger, George Lewis. Und da hat sozusagen die improvisierte Musik mit meinem Interesse, sehr dezidierten Interesse an einer speziellen Form von Literatur. Und das wurde auch zum ersten Mal von einem Konzert, ging das in Richtung szenisches Konzert, sozusagen performativ, waren schon Anflüge von einem Bühnenbild, hat sich also mit Theater verbunden. Also diese mindestens zwei, drei Bereiche haben sich da zum ersten Mal zu etwas Gemeinsamen, Vielstimmigen aber, verbunden. Mein Ego ist groß, aber nicht so groß, dass ich denke, ich könnte das alles selber bewerkstelligen. Und deswegen umgebe ich mich mit Leuten, die das wirklich viel besser können, die besser mit Licht umgehen können, mit Sounddesign, mit Bühnenbild, performen besser. Und dann kann ich aber in einem Klima, was das zulässt, wofür ich auch mit Sorge trage, kann ich aber auch Entscheidungen in all diesen Medien mittragen. Oder anregen oder möglich machen. Dadurch ist das, was gemeinsam entsteht, auch ein Stück von mir. Aber es wäre nie denkbar ohne all die anderen künstlerischen Kräfte, die daran beteiligt sind. Und aus dem Grund sind Arbeiten, an denen viele beteiligt sind, immer besser, als wenn es unitäre Erfindungen sein wollen. Da bin ich ganz schlecht. Ich bin dann, wenn ich irgendwo vor eine Aufgabe gestellt werde, die ich alleine lösen muss,
dann bin ich sehr unsicher. Aber im Dialog mit vielen anderen Blicken, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass mich einfach der Blick eines Einzelnen, auch mein eigener Blick, langweilen würde. Ich möchte gern, dass eine Arbeit von mir für viele Blicke gemacht ist und auch nicht auf eine Bedeutung reduziert werden kann. Ich brauche eigentlich immer einen Ort, der auch mitspricht. Also ich habe ganz selten, muss man überlegen, ob es überhaupt jemals der Fall war, etwas auf einer Theaterbühne geschaffen. Meistens doch in postindustriellen Räumen, die eine Realität haben. Also nicht nur bei der Ruftriennale, sondern auch vorher im Bockenheimer Straßenbahndepot oder in anderen Räumen, die vielleicht zu Theaterräumen wurden, es aber historisch nicht waren. Weil ich glaube, so ein Kunstraum, wie das eine Theaterbühne ist, die ist für Repräsentation gemacht. Das hat schon was mit der Höhe der Bühne zu tun, gegenüber dem Publikum, was unten sitzt und so. Und Repräsentation hat mich nie interessiert, sondern mich interessiert tatsächlich eine reale Auseinandersetzung zwischen den Medien, zwischen den Kräften, die da auf einer Bühne sind. Und ein Raum, der eine Realität hat, zum Beispiel, weil er vorher eine Fabrik war oder eine Lagerhalle, der verzeiht nichts, der verzeiht kein Getue, dass man so tut, als ob. Und zu tun, als ob, ist eine Kategorie aus dem Theater, die ich verabscheue oder mit der ich auch nicht umgehen kann. Und ich suche immer eine Realität in dem, was man tut. Und dazu gehört auch der Raum, da spricht auch der Raum mit. Ich habe keine Ideen, das sage ich zwar sehr salopp, es stimmt aber. Ich habe in der Regel irgendetwas, womit ich anfangen wollte, meinetwegen einen Text, der mich auf irgendeine Weise fasziniert, weil ich ihn vielleicht nicht verstehe. Und dann komme ich zu etwas ganz anderem und mit der Hilfe von Performern oder Kollegen oder mit der Hilfe des Raums oder des Materials selbst. Und ich bin eigentlich immer von den Resultaten der Arbeit am meisten überrascht. Das wurde in den letzten Jahren wieder interessant für mich. Also ich habe ganz, ganz klar, das kann ich fast benennen, ich glaube Anfang der 90er Jahre mit dem Ende von Kassiba hat eigentlich meine Zeit als improvisierender Musiker auf der Bühne erstmal aufgehört. Das hat damit zu tun, dass ich dann Kompositionsaufträge hatte und dass ich Musiktheatermöglichkeiten hatte und zu komponieren und Musiktheater zu entwerfen, zu proben, damit zu touren. Das war eigentlich meine Hauptarbeit seit Anfang der 90er Jahre und hat auch noch einen anderen Effekt, weil wenn ich als Komponist, der ich jetzt langsam anfange, die Dinge, die ich vorher improvisiert habe, auch aufzuschreiben, wenn ich als Komponist mir sozusagen als Improvisator zuhöre auf der Bühne, dann setzt es mich schon sehr unter Druck. Also die Spontanität, die nötig ist, auch zum Improvisieren, die gerät da ins Wanken. Und auf der Regisseurebene, Regieebene ist es ähnlich. Man guckt sich dann als Performer zu, als Regisseur. Und ich dachte, nee, du bist kein guter Performer. Ja? Und habe lieber mit Leuten gearbeitet, die ich in der Richtung sehr schätzte. Und das heißt, ich habe dann wirklich aufgehört, eigentlich selbst Musik zu machen, improvisatorisch zu arbeiten. Und das ging fast bis 2018, die Phase. Also fast 25 Jahre lang oder so. Und dann habe ich
habe ich für eine kollaborative Performance habe ich Tryouts gemacht, Workshops gemacht mit Musikern in Paris, mit Musikern in Vietnam, mit Musikern, die ich kannte und mit Tänzern. Und habe daraus ein Ensemble gegründet für 12 Tänzer und 5 Musiker. Und wir haben eine großformatige Performance zusammen entworfen, die heißt Everything That Happened and Would Happen. Die haben wir aufgeführt zum ersten Mal am Manchester International Festival, dann in der Armory in New York, dann in der Ruhrtriennale, dann bei der Theaterolympiade in St. Petersburg und jetzt zuletzt bei der Theaterolympiade in Budapest, nächstes Jahr auf den Salzburger Festspielen. Das ist eine sehr große Arbeit mit 20 Künstlern zusammen entstanden. Und da habe ich den improvisierenden Musikern, die ich ausgewählt hatte für dieses in diesen Tryouts, die ich in Paris kennengelernt habe, die meisten von ihnen, den habe ich sozusagen immer wieder bei der Arbeit zugeschaut und dachte, oh shit, ich würde auch gerne mal wieder Musik machen. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne mitmachen. Das Improvisieren hat mir nicht gefehlt, aber ich habe es sozusagen verschoben auf andere Bereiche, auf das Improvisieren mit Licht, mit Raum, mit Bewegungen, mit Texten oder wenn ich komponiere, improvisiere mit verschiedenen orchestralen Registern und Klängen. Und das Improvisieren habe ich wahrscheinlich sogar weiter entwickelt, aber ich habe es nicht mehr selbst aktiv in dieser Masse wie in den 70ern, 80ern und Anfang der 90ern gemacht. Und das ist vielleicht auch nochmal eine grundsätzliche Perspektive, die ich auf meine Arbeit habe. Ich mache nicht nur Stücke über etwas, sondern ich baue eigentlich Räume, in denen Imagination stattfinden kann. Die Imagination derer, die das sehen und hören. Und in dem Moment, wo die Stücke zu eng werden und das nicht mehr geht, gar keine Räume mehr sind, sondern sozusagen Bedeutungen werden, dann verändere ich sie. Und das gilt eigentlich hoffentlich, toi toi toi, für vieles, was ich mache, dass es Räume öffnet.